Rechten und extremen Rechten. Die fürchten, ein Krieg mit Deutschland werde das einzige Bollwerk gegen den Bolschewismus zerstören. Aber auch Pazifisten Umstände halber, weil sie glauben, Frankreich könne einen Krieg nicht gewinnen. Zu ihnen gehört Pétain. Pétain wird im März 1939 französischer Botschafter in Spanien. Léon Blum sagt dazu: Der nobelste und menschlichste unserer Offiziere gehört nicht an die Seite von Marschall Franco. Von Madrid aus verfolgt Pétain die Haltung der Regierung angesichts der Spannungen in Europa. Zweimal will er sich aus Spanien abberufen lassen. Er erklärt seine Mission für beendet. Und insofern war sowohl in Frankreich als auch in Großbritannien durchaus einverstanden damit, dass der Krieg gegen Deutschland nicht im September 1939 begann. Und es gab wohl auch Hoffnungen und Stimmungen, dass man mit Deutschland zu einem Ausgleich kommen konnte. Obwohl mit Polen ja der engste Verbündete Frankreichs angegriffen worden war und die Franzosen eigentlich keine Alternative hatten. Aber das zeigt, dass die französische Seite diesen Krieg viel zögerlicher anging als den Ersten Weltkrieg und auch in gewisser Weise zu wenig vorbereitet darauf war. Le gros problème de la France. Frankreich, seine Regierungen und sein Militär steht in der ganzen Zeit zwischen den Kriegen immer vor dem Problem, dass es die Niederlage von 1918 nicht verarbeitet hat. In der öffentlichen Meinung wird alles, was zu einem Angriffskrieg beiträgt, als Kriegstreiberei angesehen. Alles, was einem Verteidigungskrieg dient, gilt als pazifistisch und entspricht damit dem französischen Volksempfinden. Am 3. September 1939 erklärt Premierminister Daladier Deutschland nach dem Einmarsch in Polen den Krieg. Er nimmt Kontakt zu Pétain auf und bietet ihm an, seiner Regierung beizutreten. Pétain denkt darüber nach und lehnt das Angebot schließlich ab. Édouard Daladier tritt am 20. März 1940 zurück. Mit Nachfolger Renault an der Spitze der Regierung hofft Pétain auf ein politisches Amt. Der deutsche Angriff vom 10. Mai erhöht die Spannung. Bei Sedan wird die Front durchbrochen. Die Regierung stürzt in eine schwere Krise. Der deutsche Vormarsch kommt erstaunlich schnell voran. Das politische System bricht zusammen. Am 16. Mai, vor dem Zusammenbruch, ruft Paul Renault Pétain an, um ihn zum Vizepräsidenten zu ernennen. Er glaubt, die Franzosen damit aufzubauen. Pétain verlässt sofort Spanien und sagt zu Franco: Wir werden 30 Jahren Marxismus ein Ende machen. Paul Renault hat die politischen Ambitionen Pétains unterschätzt. Statt den Kampf erneut aufzunehmen, versucht Pétain, ihn zu beenden. Ich glaube, interessant ist 1940 dieser beinahe verzweifelte Versuch, den Ersten Weltkrieg zu wiederholen. Das ist sehr eigenartig, nachdem für Frankreich im Ersten Weltkrieg so viel schiefgelaufen ist. Der erste Oberbefehlshaber war 1940 Gamelin, einst Joffres Stabschef. Der zweite war Végan, einst Stabschef von Foch. Beide haben sie die Schlacht um Frankreich verloren.
Und an wen wendet sich Frankreich dann? An Pétain, die noch lebende Lichtgestalt des Ersten Weltkriegs. Pétain will eine Rolle spielen und er hat die Option zu sagen, wir können den Krieg noch beenden, im Sinne eines Friedens mit Deutschland unter Waffen. Letztlich übernimmt er, was den deutschen Einmarsch im Juni 1940 in Frankreich betrifft, Hitlers Standpunkt, wenn er sagt, ja, Deutschland hatte einen Grund, in Frankreich einzumarschieren, denn schließlich hatte Frankreich Deutschland den Krieg erklärt. Damit ist Frankreich, was es 20 Jahre lang nicht sein wollte, der Aggressor. Da ist ein wichtiger Bruch, der zum Tragen kommt, wenn Pétain die Lösung sein wird, weil Frankreich verloren hat. Solange Frankreich nicht verloren hat, kann er das nicht sein. Als Churchill um den 11. Juni herum zu einer Sitzung des obersten Kriegsrats nach Frankreich kommt, will er die Franzosen aufbauen, damit sie weiterkämpfen. Aber er muss feststellen, dass Pétain nicht der Mann ist, den er erwartet hatte. Pétain wirkt müde, defätistisch. Und Churchill versteht nicht, warum der Pétain von 1918, so voller Kampfgeist und Mut, 1940 nicht mehr derselbe ist. Wir haben den Text seiner Rede vom 13. Juni 1940. Die französische Regierung hatte Paris verlassen und es gab eine Art Zeltlager bei den Schlössern an der Loire. Die Telefonverbindungen waren schlecht, die Straßen überfüllt. Es stand eine Kabinettssitzung an, zu der auch Churchill erwartet wurde. Da erhob sich Pétain und sagte, wir können nicht schon wieder völlig ausbluten. Der Vormarsch der deutschen Truppen, Panik angesichts der Angriffe auf die Zivilbevölkerung und Kriegsgerüchte, die Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg wachrufen, verbreiten große Angst. 8 Millionen Menschen sind auf der Flucht. In Bordeaux ist Premierminister Renault ratlos. Ein Teil seiner Regierung kritisiert sein Zögern, einen Waffenstillstand zu fordern. Einige drängen ihn, nach Nordafrika zu gehen, andere fordern sofortige Verhandlungen. Manche glauben auch, durch eine Selbstaufopferung den Kampfgeist in der Republik zu stärken. Paul Reynaud glaubt, dass Pétain, den er in die Regierung geholt hatte, ein Republikaner, nicht wie Mégan als rechtsorientiert gelte. Und er überträgt ihm die Regierungsverantwortung. Kaum hat er das getan, da hat Pétain auch schon eine Kabinettsliste parat. Am 16. Juni wird Pétain von Staatspräsident Albert Lebrun mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Noch am selben Tag sondiert er bei den Deutschen die Bedingungen für einen Waffenstillstand. Um den Krieg zu beenden, gibt es zwei Möglichkeiten. Die militärische Kapitulation oder den Waffenstillstand. Zunächst ist es der Präsident des Kriegsrates, der will, dass Végan und Pétain einer Kapitulation zustimmen. Was beide ablehnen. Damit kommt es zum sogenannten Bruch des Republikanischen Pakts. Die französischen Befehlshaber stellen sich gegen die Politik, was so viel heißt wie: Die Armee ist nicht schuld an der Niederlage. Den Waffenstillstand haben die Politiker unterzeichnet, da sie für diesen Krieg verantwortlich sind. Sie haben ihn gewollt, sie haben ihn verloren. Nun muss die Politik die Konsequenzen tragen. Hitler stilisiert die französische Niederlage zur deutschen Revanche für den Ersten Weltkrieg. Das Waffenstillstandsabkommen soll exakt am selben Ort unterzeichnet werden wie das vom 11. November 1918, in demselben Waggon. General Hunziker leitet die französische Delegation.
ergibt General Végan telefonisch den vollständigen Vertragstext durch, der ihn an den Ministerrat in Bordeaux weiterleitet. Auch das telefonisch. Erst dann unterzeichnet Philippe Pétain den Waffenstillstand. Am 29. Juni 1940 verlegt die Regierung ihren Sitz in die nicht besetzte Zone nach Vichy. Am 4. Juli verkündet Pierre Laval das Vorhaben einer Verfassungsänderung mit Blick auf eine politische Übereinkunft mit Nazi-Deutschland. Pétain braucht Pierre Laval, der ihm Unterstützung im parlamentarischen Umfeld zugesagt hat. Pétain residiert im Hotel du Parc. Dort setzt er ein Schreiben auf, das Pierre Laval in seinem Namen am Tag der Abstimmung im Casino von Vichy verlesen wird. Seine Nichtanwesenheit gibt Pétain die Möglichkeit, im Falle eines Misserfolgs eine andere Karte auszuspielen. Er will keine Debatte im Parlament, bevor er es auflöst. Das überlässt er Laval. Ich möchte nicht mit diesen Leuten reden. Gemeint sind die Abgeordneten. In Vichy sind Gerüchte im Umlauf. Es geht um Angst vor den Truppen Végans, vor den Deutschen, Angst vor den Banden Doriots. Aber es wird auch über Repressalien gemunkelt. Wenn sie mit Nein stimmen, schlafen sie heute Nacht vielleicht nicht zu Hause. Nur eine Minderheit stimmt gegen die Übertragung von Machtbefugnissen auf Pétain. 570 stimmen dafür, 80 dagegen, bei 21 Enthaltungen. Die gesamte Rechte und fast 4/5 der Abgeordneten und Senatoren der Linken stimmen in Vichy für die Verfassungsänderung. Pétain wird am 10. Juli bevollmächtigt, eine neue Verfassung aufzusetzen. Das kommt gerade mal 15 Tage nach dem Inkrafttreten des Waffenstillstands einer politischen Revolution gleich. Und er wird seine Befugnisse überschreiten. Er hat kein Mandat dafür, die Exekutive, Legislative und Judikative an sich zu reißen, wie er es tun wird. Pétain will Herr über alle Entscheidungen sein, die fortan zu treffen sind. Er wird mit 84 Jahren zu einem Diktator. Der Bruch mit der Republik geht unter dem Schock über die Niederlage fast unter. Auch wenn in den Zeitungen das fragliche Votum mehrfach als politischer Selbstmord bezeichnet wird. Als ein Harakiri der Parlamentarier. Es kann keine Neutralität geben zwischen richtig und falsch, gut und böse, Gesundheit und Krankheit, Ordnung und Unordnung, zwischen für und gegen Frankreich, erklärt Pétain am 15. August 1940. Die Amerikaner müssen entsetzt und schockiert gewesen sein über die Vorgänge dort. Frankreich war in den USA hoch angesehen. Die französische Armee galt nach dem Ersten Weltkrieg als die stärkste in Europa, wenn nicht der ganzen Welt. Dieses Frankreich, das den Ruf einer großen Nation mit besonderem militärischem Geschick genoss, war überrannt worden. Ich denke, da waren die Menschen fassungslos. Roosevelt war fassungslos. Im Grunde war die Option Vichy ein Zufall. Es gab keine Pläne in diese Richtung, weil es ja ein
eigentlich eine klassische, von deutscher Seite, eine klassische Militäradministration war. Die Verbindung war etwas, was man so nicht erwartet.